Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pokémon Schwarze Edition 2. Ja, wir sind ja jetzt komplett woanders als wo wir vorher waren. Und das liegt daran, dass wir ein bisschen trainiert haben. Bei unseren Pokémon ist jetzt Soulcrafter Level 9, Mega Riolu Level 12, Fonseca noch Level 16, Zocki Level 15, Azure Level 11 und wir haben ein neues Teammitglied namens Darky. Ja, Darky ist ein Abonnent, den ich letztens auf YouTube kennengelernt habe. Und ja, deswegen, der macht auch Pokémon-Videos und dann dachte ich, benenne ich einfach mal ein Pokémon nach ihm und es ist jetzt ein Magmi. Ja, das gab es da auch cool zu fangen und dann dachte ich mir, okay, dann tauschen wir es doch einfach mal. Deswegen musste jetzt leider Blockcraft rausfliegen. Es war nämlich einfach noch Level 5 und ja, es hat sich einfach nicht gelohnt. Okay. Wir haben jetzt hier schon gegen die ganzen Typen hier gewonnen und so. Ich glaube ja, deswegen. Ja, genau. Okay, und ich glaube, wir kämpfen jetzt auch schon mal gleich gegen die Arenaleiterin. Ja, würde ich sagen. Los geht's. Ich hoffe, wir haben das richtige Pokémon vorne. Oha, Mann. Jetzt geht's ab. Wie ihr merkt, habe ich das ein bisschen von der Zeit so gemacht, dass es jetzt wieder normal ist, wenn nicht sogar ein bisschen schneller als normal noch. Aber so schlimm ist das jetzt nicht. Und ja, wir haben Soulcraft da vorne. Aber das soll uns ja nicht stören. Ich hoffe nur, es wird jetzt kein One-Hit. Perfekt, dann können wir jetzt nämlich erstmal Aquaknarre einsetzen. Und vielleicht sogar nochmal, ich weiß nicht, ob wir schneller sind mit Rutenschlag. Nein, schade. Gewissheit dürfen wir uns jetzt ausnocken, genau. Denn sonst hätten wir mit Rutenschlag noch schnell seine Verteidigung runter machen können. Gut, Level 16. Gut, gut, was nehmen wir denn da? Wir kämpfen erstmal mit Fonse weiter, weil ich will es nicht so lange an Smogon hängen. Ich weiß es nicht, wie viele Pokémon hat sie, habe ich gar nicht gesehen, ist mir eigentlich auch wurscht. Hauptsache Gewissheit ist nicht so stark jetzt gegen unser Fonseil. Und Nitro-Ladung mit Ladung ist anscheinend auch nicht so krass, die Attacke, die jetzt gegen einen Smogon ist. Aber egal, wir setzen es einfach nochmal ein, denn jetzt ist ja eh unser Spezialangriff gestiegen. Ja, läuft. Nee, Initiative, egal. Das sind wir jetzt erstes dran, ich dachte. Okay, wir können dann nochmal Tackle versuchen. Zur Not haben wir noch Gegengift und Supertränke dabei. Wir dürften uns nur nicht ausnocken lassen. Okay, Nitro-Ladung. Oh, komm schon, Bitch, Mann. Was? Das war da nicht mal im roten Bereich. Bam, da hast es. Okay. Das heißt, wir tun jetzt genau dasselbe und heilen auch schon mal auf. Ich weiß nicht. 50, 50, ja, ist eigentlich wurscht. Nein! Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Mann? Ah. Natürlich will ich Tafelwasser einsetzen, aber nicht auf Zocki, sondern auf Fonse. Mann, jetzt haben wir einen Spielzug verkackt. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Egal. So, jetzt geht's weiter, aber mit den Kämpfen. Und jetzt Nitro-Landung nochmal. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wenn man eine Attacke zu oft einsetzt, dass man dann noch verwirrt ist. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach alles, was ich nicht wisse. Nicht weiß in die Kommentare. Und oh mein Gott, Mann! Geht drauf, Junge! Smogon, okay. Knockout mit Nitro-Ladung nochmal bitte. Dankeschön. Dadurch, dass wir Nitro-Ladung schon so oft eingesetzt haben, ist unsere Initiative jetzt so hoch, dass wir immer als Erster dran sind. So, und jetzt theoretisch dürfte sie, wenn sie den Giftorden macht, sick, Level 17, wenn sie den Giftorden macht, dann noch dieses merkwürdige, ja genau, das da einsetzen, die Weiterentwicklung von Toxipet. Geil, eine neue Musik, wenn es ihr letztes Pokémon ist. Schutzschild, lame. Dann einfach nochmal eins hinterher. Yes, man. Ich glaube, das Ding hat auch gar keine Initiative. Und wir haben scheiß hohe Initiative. Und das ist sehr schlecht. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Fuck!
Okay, der Angriff von dem Viech ist anscheinend sehr hoch. Ja, okay, es ist auch Level 18. Wir waren zwar nur ein Level drunter, aber okay, mit Voltilam müssen wir das jetzt schaffen. Es sei denn, Voltilam. Ich sag immer noch, Voltilam ist mir wurscht. Das ist ein Vati. Naja, egal. Oh mein Gott, bitte kein One-Hit. Das kann nicht sein, wenn es jetzt down One-Hits. Oha, Alter. Einfach mal übelst krass die Attacke. Okay. Nein, noch kein Beutel. Ich will immer noch angreifen, aber nochmal mit Donnerschock. Oh, Kacke, Mann. Ich habe das Gefühl... Oh, wir sind nicht vergiftet. Ich dachte schon. Okay, jetzt müssen wir aber mal aufladen wieder mit einem Supertrank. Denn wie ihr seht, ist das nicht so vorteilhaft, wenn wir nicht so viel Leben mehr haben. Gell? Wir können es sogar noch schaffen, wenn sie nämlich... Sie hat nämlich den Trank schon auf ihr Smogon benutzt. Und das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass wir vergiftet werden. Oder dass er Schutzschild einsetzt und sich der Kampf noch weiter in die Länge herauszögert. Aber ich denke mal, wenn hier unser Vati draufgegangen sein wird, draufgehen werden sollte, nee, wie heißt sie? Egal. Es geht nicht drauf, das ist das Ding. Und wir haben's besiegt, Mann. Sick. Oha, gleich zwei Level ab nur. Nur weil es zwei Level drüber war. Nee, drei Level. What? Okay, ja. Finde ich gut. Ja! Seit wann entwickelt sich dein Pokémon Level 17, bitte? Das ist doch nicht normal. Das ist doch sonst immer Level 16 gewesen. Egal. Wir schauen zu. Unser Fonsei entwickelt sich zu einem... Schwein. Nein. Okay, in gewissermaßen schon. Ein Kraftprotz! Mit Lederhosen! Junge, Lederhosen. Der Lederhosenbüb. Armstoß, natürlich, Mann. Das ist doch sick. Ich würde sagen, wir vergessen Rutenschlag dafür, weil so wenig Verteidigung, wie wir dem Typen dadurch abziehen, da lohnt sich das dann schon mehr ein bisschen mehr anzugreifen, ne? Oha, sie singt nicht mehr. Die Band spielt nicht mehr. Und wir haben einen Orden, der so aussieht wie ein... Ja, keine Ahnung, was soll das darstellen? Ein Rettern. Jetzt hast du zwei Orden. Was? Mir gehorchen jetzt schon Pokémon bis Level 30. Was ist denn das? TM9 Giftschock. Wodurch war mir das klar? Ich weiß es nicht. Wir haben übrigens beim Trainieren habe ich diesen Typ nochmal angesprochen, der uns das... Was hat er uns gegeben hier? What? Was ist da los? Hey du. Ich soll auf jeden Fall zum Pokéwood kommen. Okay, ich habe keinen Plan, was das ist, aber okay, ich gehe dahin. Ach, das war gar nicht ihre Mutter, das war ihr Vater. What? Das sah aus wie eine Frau im letzten Part. Holy shit. Vorletzter Part. Was? Okay. Auf jeden Fall soll ich in Pokéwood und ich habe... Was willst du von mir? Hallo, bist du irgendwer Besonderes oder... Nee, Giftattacken? Ja, okay. Nice, ich habe Pokéball bekommen. Finde ich gut. Worauf ich nochmal hinaus wollte, ich bin da runter gelatscht, den Weg hier. Und da hat uns ja letztes Mal schon dieser nette Glatzkopf da angesprochen. Und dann haben, als wir gegen alle gekämpft hatten, das war ja schon im letzten Part fertig, haben wir von ihm Zertrümmerer erhalten. Fand ich gut. Zertrümmerer ist diesmal zwar nur eine TM, aber was soll's, ne? Ich frage mich, was für ein Pokéball das da hinten ist. Da kommt man einfach nicht hin. Egal, jetzt heilen wir erstmal auf. Denn wir wollen ja nicht, dass unsere neu entwickelten Pokémon jetzt gerade tot sind. Ne? Okay, bei Soulcrafter, den ich jetzt ganz vorne drin habe, muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich den ein bisschen trainiere, weil so ein Wasser-Pokémon wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir nämlich fast alles ausgeglichen. Dann bräuchten wir nur noch Pflanze und... Okay, vielleicht noch irgendwas mit Unlicht. Also wir haben ja schon Kampf und so. Okay, wir können hier durch... Was da? Wo geht's hier weiter? Was machst du da drauf? Pokéwood. Okay, ja. Ein Glitzerwald. Ah, der Glitzerwald. Pokéwood. Oder ist der Pokéwood ein Wald? Ihn dürfte sein. Wood heißt Wald, also... Oder, ja. Mr. Woody. Holy shit, ja. Hallo, Mr. Woody. Vielleicht heißt deswegen auch nur Pokéwood, weil er Woody heißt oder so. Ja... Führung über das Gelände. Anscheinend ist es dann doch kein Wald. Was ist Pokéwood?
Ich habe keinen Plan. Aber so wie es aussieht, ist es kein Wald, sondern ein Haus. Nee, hä? Was? Ein Kampfdojo. Kein Plan. Ich weiß nicht, was soll das sein? Ah, Kino. Wir wollen uns einen Film angucken. Ich glaube, wir gucken uns gleich erstmal den zweiten Teil von Thor im Kino an. Joa. Hier ist unser Filmpalast. Klar. Joa, Filmstars. Okay, dann geh ich da gleich mal rein, ne? Joa. Okay. Bruder. Ah ja, da ist ja der Vater. Wo ich erst dachte, dass es eine Frau wäre. Okay, jetzt sehe ich auch, dass es einen Bart hat. Also, das ist schon sehr verwunderlich. Okay. Okay, dadurch, dass er jetzt Mann ist und keine Frau, ändert sich auch die Stimme von. Verstehe. Du hast also meine Mika herausgefordert. Da musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Oh, ach ja. Gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Lol, was? Er spielt den Film mit. Holy. Holy moly. Ja. Jetzt müssen wir erstmal noch zum Tresen und uns Karte kaufen. Ja. Es gibt 8 Kinosäle, aber in einem ganz besonderen Saal läuft sein Debütfilm. Wahrscheinlich im größten, wie ich mir vorstellen kann. Okay, wir sehen den Saal erst gar nicht. Oh, geil, Kino. Wir können uns zurücklehnen. Super Sandro. Super Sandro tritt gegen Helden an. Oh, guck mal, wie viele Leute da sind. Doch ein ominöser Schatten fällt auf diesen Ort. Hier beginnt unsere Geschichte. Aha. Aber wo Schatten ist, da ist doch Licht. Und jener Held tritt in Erscheinung. Man nennt diesen Helden Rioloman. Eine Herausforderung von Superschurke Saint Sandro. Nice. Los, Rioloman. Ich bin es, der Rioloman. Komm schon, Super Sandro. Lass diesen Unfug. Vergnügungsparks. Das sind Orte, an denen die Menschen kurzzeitig eine Wunschwelt, ja, in eine Welt der Träume abtauchen können. Ja, okay. Ja, ich würde mal sagen, sein Pokémon war ziemlich underlevelt, sonst hätte er es vielleicht überlebt. Okay, er hat sogar mehrere. Jupp. Okay. Rioloman. Oha, Hilfe! Guck mal, das ganze Publikum schläft schon ein. Was verloren, Rioloman. Lol, was? Okay, und was war jetzt der Sinn des Films? Eigentlich war's, okay. Besucher B, Besucher A, lol, warte. Ja. Okay. Der Film hat einfach mal sowas von gar keinen Sinn. Ende. Okay, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch noch ein Arena-Leiter ist. Oder der Champ oder keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, irgendeine besondere Rolle wird er bestimmt noch spielen. Also. Hier ist der Mauscursor. Ja, okay, wir können ja eh gerade nichts machen. Wir verfolgen mal mit unserem Mauscursor die Leute. Hey, hör auf mich abzustupsen. Ja. hier sind die. Ach, da werden die produziert. Okay, ist sowas wie Filmpark Babelsberg. Nice. Dann gehen wir mal da gleich rein, ne? Dann können wir jetzt Filme beim Produzieren zuschauen, oder wie? Oder was? Was? Wir sollen Schauspieler sein. Wieso?
Weil wir haben schon ein eigenes Riolu, wenn wir jetzt Rioluman spielen sollen. Dann können wir auch gleich Rioluman spielen. Ey, war das nicht der Arenaleiter irgendwie aus... Er war doch irgendein Arenaleiter, oder? War er irgendwie der Letzte, oder? War doch so. Aus Schwarz und Weiß 1, ne? Ich habe übrigens ja mal nachgeguckt, das spielt genau 2 Jahre nach dem ersten Teil. Also kann es gut sein, dass die Arenaleiter alle getauscht haben. Okay, und jetzt, ich gehe einfach mal da rein. Ja, und jetzt Pokémon. Bla bla bla. Ja, okay, wir wissen schon, was du gesagt hast. Und das Ende. Nein, das Ende, okay. Geil. Und jetzt kann ich selber auch einen Film drehen oder wie? Oder wer? Oder was? Ja, und du? Trotz meiner Körpergröße bin ich für kleine Dinge zuständig. Oho, hast du etwa einen. Nein. Einen kleinen. Okay, ich habe keine Ahnung, was man hier macht. Können wir jetzt unser eigenes Film drehen oder wie? Oder nicht? Was macht sie? Okay. Dann haben alle ihre Rollen schon mal erklärt und ich stelle mich einfach mal an eine Kamera, ne? Nö, geht nicht. An die Kamera? Nö. Okay, dann gehen wir wieder raus. Und jetzt, vielleicht kann ich ihn noch... Film drehen! Eigene Pokémon. Ja, okay. Wieso gibt es denn eigene Pokémon zur Auswahl, wenn ich es nicht machen kann? Weiß ich auch nicht. Okay. Alles klar. 3, 2, 1, Action. Cut. Okay, dann setzen wir mal genauso wie vorher auch Gewissheit ein. Szene 1. Action. Oder Kraftwelle war es, genau. Sick. Ich würde mal sagen, da das hier zum Teil Flug ist... Okay. Und jetzt setzen wir einfach mal Ice Beam ein, weil das sollte auch theoretisch sehr effektiv sein. Und... Sick! Genial. Wir haben ihn besiegt. Geil. Okay, können wir uns jetzt unseren eigenen Film wieder angucken? Möchte das Spiel speichern? Ja. Achso, jetzt wird das Material zu einem Kino. Ja, okay. Geil, ich bin Darsteller in einem Kinofilm. So, nur ein Pokémon, aber immerhin. Spiel gespeichert. Derp. Ah, okay, jetzt gehen wir gleich mal in den Filmpalast. Okay, dann gucken wir uns gleich mal unseren eigenen Film an. Und ich würde sagen, nach dem Film war es das auch schon für diese Episode. Haben wir ja schon wieder sehr viel erlebt. Das war doch der Filmpalast, ne? Ja, genau. Kann gar nicht anders sein. Willkommen. Film ansehen. Anschauen. Okay, 3, 2, 1. Komische Sternaugen-Filmproduktion. Super Sandro. Es sind gar nicht mal so viele Leute leider drin. Okay. Mal sehen, ob die Leute einschlafen oder nicht. Los, Rio. Oh mein Gott, Mann, sehe ich klein aus.
Sparandro. Zerstört alles, was ihr zerstören könnt. Nicht so schnell. Wer ist das? Ich bin es, Riolukid. Ich hab genug von dir, Super Sandro. Ich kann deinem ungezügelten Treiben nicht weiter tatenlos zusehen. Ja genau, ist ja genau dasselbe Drehbuch wie vorher. Bloß, dass ich das um eine Menge besser gemacht habe. Oh, was ist das denn? Haha. Ich werde dich auch dich mit deinen finsteren Kräften bezwingen. Ich hoffe, du bist bereit. Und ob ich das bin, das wollte ich hören. Wieso gucken die Leute alle so? Was ist mit den Leuten unten los? Wenn ihr die jetzt sehen könntet, ey, die sehen mal so merkwürdig aus. Und jetzt? Ja. Okay, ja. Wir haben es geschafft. Der hat richtig Stil. Er nennt sich offenbar das Riolukid. Sagen die ganzen Besucher. Ja. Geil. Super Sanro. Statisten Casting. Riolukid Domi. Drehbuch Domi. Hey, sie klatschen alle. Geil. Schade, dass wir kein Geld kriegen. Und was sagt uns der Typ jetzt? Er ist ein Riesenhit, nice. Ich freue mich auf den nächsten Film. Super. Geil, wir können weiter Filme drehen, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Speichern an dieser Stelle und ich sag bis zum nächsten Mal, Leute.